Und damit sind wir nahtlos im Tagesordnungspunkt 4, die Aktuellen Stunde zu den Entwicklungen um das Pumpspeicherwerk Niederwader und zur Zukunft des Stausees Kosse-Baute. Hier ist einreichende Fraktion Die Linke. Und so wie ich es eingangs gesagt hatte, ist als nächstes dann in der Fraktionsrunde beginnend Bündnis 90 Die Grünen an der Reihe. Also, bitte schön, Herr Scholbach. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, vor einigen Wochen wurde das Pumpspeicherwerk Niederwarta nach jahrzehntelangem Betrieb vorläufig stillgelegt. Und viele Dresdnerinnen und Dresdner bewegt nun die Frage, wie es mit dem Pumpspeicherwerk und dem Stauseebad Kosse-Baute weitergeht. Und zwar völlig zu Recht. Denn wir haben es ja an anderer Stelle bereits erlebt, zum Beispiel 1994, als das Sachsenbad vorübergehend geschlossen wurde und aus dem folgenden jahrelangen Dornröschenschlaf wurde dann die Schließung für immer und heute befindet sich das Bad in einem schlimmen und ruinösen Zustand. Und angesichts dieser Erfahrungen ist es wichtig, jetzt nicht einfach abzuwarten und als Zaungast zuzugucken, wohin die Reise geht, sondern aktiv steuernd auf die weitere Entwicklung des Pumpspeicherwerks und des Stauseebads Einfluss zu nehmen. Denn die Stilllegung des Pumpspeicherwerks hat erhebliche Konsequenzen, und zwar sowohl für die energiewirtschaftlichen Anlagen als auch für das gesamte Ensemble, das als Industriedenkmal unter Denkmalschutz steht. Und es gibt nicht unerhebliche Folgen für den weiteren Betrieb des Stauseebades Kosse-Baute sowie für den Hochwasserschutz. Deshalb ist es nach Auffassung der Linken wichtig, dass sich Stadtverwaltung und Stadtrat gemeinsam aktiv mit den Folgen der Stilllegung, möglichen Handlungsoptionen und den sich daraus ergebenden Entscheidungsnotwendigkeiten auseinandersetzen. Nun wird ja immer behauptet, ein weiterer Betrieb des Pumpspeicherwerks sei nicht sinnvoll. Eine substanzielle Untersetzung für diese Behauptung wurde bislang aber nicht vorgelegt. Und gerade im Bereich der Energiepolitik werden ja nun immer wieder Dogmen aufgestellt, die sich dann später als verfehlt erweisen oder die schlicht und ergreifend politisch mal ebenso über den Haufen geworfen werden. Und genau deshalb sollten wir hier auch nicht alles als gegeben hinnehmen. Beim Pumpspeicherwerk stellt sich einfach die Frage, unter welchen Prämissen könnte denn möglicherweise ein weiterer Betrieb energiepolitisch sinnvoll sein. Mit dieser Frage muss man sich auseinandersetzen. Ungewissheit gibt es auch beim Stauseebad Kosse-Baude. In den vergangenen Jahren konnte der Freibadbetrieb jeweils nur mittels Zwischenvereinbarungen für die jeweilige Freibadsaison gewährleistet werden. Für eines unserer beliebtesten Freibäder mit über 50.000 Badegästen pro Saison von Jahr ist es aus meiner Sicht geradezu fahrlässig, einfach nur von Jahr zu hüpfen und zu hoffen, dass es schon weiter irgendwie gut geht. Das ist keine solide Grundlage für den langfristigen Erhalt unseres Stauseebades. Und deshalb sagen wir, die nötigen Maßnahmen müssen veranlasst werden, um den öffentlichen Badebetrieb im Stauseebad Kosse-Baute langfristig zu sichern. Die Stilllegung des Pumpspeicherwerks betrifft neben der Energieerzeugung und dem Stauseebad auch den Erhalt des Industriedenkmals und den Hochwasserschutz. Es sind also verschiedenste, die Stadtentwicklung betreffende Probleme zu lösen, die allesamt nicht trivial sind.
Und deshalb schlagen wir von der Linken vor, für das Areal des Pumpspeicherwerks eine Gesamtbetrachtung vorzunehmen und eine Nutzungskonzeption zu entwickeln. Jetzt einfach nur auf Vattenfall zu verweisen, so nach dem Motto, das ist deren Sache, das geht uns alles nichts an, es wäre aus unserer Sicht ziemlich verfehlt und würde den Konsequenzen, die sich für unsere Stadt ergeben oder ergeben können, nicht gerecht. Wir achten hier durchaus auch die Aktivitäten des Abgeordneten Rover, müssen aber leider feststellen, dass sie bisher eben nicht zum Erfolg geführt haben. Und deshalb sagen wir, wir müssen das uns hier jetzt als Linke mal annehmen und wir müssen im Stadtrat hier aktiv werden, damit wir bei dem Thema vorankommen. Unser Anspruch, unser gemeinsamer Anspruch, meine Damen und Herren, muss es sein, eine positive Entwicklung für das Areal des Pumpspeicherwerks zu erreichen. Die Alternative dazu wäre eine Situation wie beim Sachsenbad. Und das kann niemand, dem unsere Stadt am Herzen liegt, ernsthaft wollen. Vielen Dank. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt Bündnis 90 Die Grünen. Herr Dr. Deppe, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Pumpspeicherwerke sind eine gute Sache. Wir Bündnisgrüne finden Pumpspeicherwerke prima. Sie können einen wertvollen Beitrag im Rahmen der Energiewende zur Stabilisierung der Stromversorgung bei schwankendem Angebot aus erneuerbaren Energien leisten. Und deshalb werden in Deutschland auch Pumpspeicherwerke wieder neu gebaut. Und gerade das Unternehmen Vattenfall hat dabei viel Erfahrung, vor allen Dingen in Schweden und in Finnland, aber eben auch in Deutschland. Vattenfall hat in Goldestal in Thüringen Anfang der 2000er Jahre ein neues Pumpspeicherwerk gebaut und das ist das größte Pumpspeicherwerk in Deutschland mit einer Leistung von sage und schreibe 1000 Megawatt. Und Vattenfall prüft gegenwärtig auch den weiteren Bau eines Pumpspeicherwerkes in Ostthüringen. Und auch in den Alpen werden Pumpspeicherwerke neu gebaut. Muss man also zunächst mal festhalten, das Unternehmen Vattenfall kann also Pumpspeicherwerke. Und wenn Vattenfall jetzt sagt, das Pumpspeicherwerk Niederwarter lässt sich wirtschaftlich nicht mehr weiter betreiben, dann muss da ja wohl was dran sein. Und woran liegt das? Nun, da geht es zunächst einmal um Physik. Niederwarter hat ein nur geringes Gefälle von etwa 140 Metern. Zum Vergleich Goldestal 300 Meter oder das vielen auch bekannte Walchensee-Kraftwerk 400 Meter. Die Länge der Speiseleitung dort beträgt 1,8 Kilometer. Das bedeutet, dass viel kinetische Energie durch innere und äußere Reibung verloren geht. Das Speicherbecken hat keine ausreichenden natürlichen Zuflüsse. Das bedeutet, Wasser versickert und verdunstet, ohne dass es ausgeglichen wird. Es kann nur ausgeglichen werden, wenn dann wieder Wasser hochgepumpt wird. Die Leistungsfähigkeit von Niederwarter hat bis zum Jahre 2002 etwa 120 Megawatt betragen. Danach kam das Elbe-Hochwasser und die Anlage wurde schwer geschädigt, sodass danach nur noch eine Leistung von 40 Megawatt möglich war. Und das Kraftwerk in den letzten Jahren praktisch auch gar nicht mehr betrieben worden ist. Gut, nun kann man sagen, naja, besser als gar nichts. Klar doch, aber zu welchen Kosten? Und da muss man leider sagen, das Pumpspeicherwerk Niederwarter ist eine marode Anlage. Das Wasser versickert im Oberbecken, Rohrleitungen müssten ausgetauscht werden, 4 von 6 Turbinen sind nicht mehr einsatzfähig. Das Hochwasser 2002 hat die gesamte Anlage schwer beschädigt und es gibt keinen Anschluss an das Höchstspannungsnetz. Die Sanierungskosten wurden zuletzt auf 245 Millionen Euro geschätzt. Und das ist jetzt nicht, Herr Scheubach, irgendwie aus der Luft gegriffen, sondern da haben sich viele Leute auch Gedanken drüber gemacht. Und das ist eine Schätzung, die sowohl von der Sachsenenergie als auch von Professoren der TU kommt und eben auch von kundigen Ingenieuren. Gut, 245 Millionen Euro, da ist Neubauen billiger. Oder die Investition in Batterie- und Hitzespeicher, bei denen die Technologie so weit voranschreitet, dass gerade Batteriespeicher immer billiger werden.
245 Millionen Euro, meine Damen und Herren, damit könnte die WID gut und gerne mehr als 1.000 Wohnungen errichten. Und man sollte sich auch nicht der Illusion hingeben, dass man das alles irgendwie über Fördergelder einspielt. Da ist tatsächlich die Bundesregierung auch in der Pflicht, für die Energiewende eben auch solche Speicherlösungen zu fördern. Aber auch beim Fördergeber wird man gucken, ob das, was dort angeboten wird, in der Konkurrenz mit anderen Vorhaben eine wirklich effiziente und ökonomische Lösung ist. Und da sieht es für Niederwarter zumindest unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht gut aus. Dennoch muss die Anlage Niederwarter natürlich erhalten bleiben und wir Grüne setzen uns ganz energisch dafür ein. Mein Kollege Thomas Löser und ich haben eine entsprechende umfangreiche Anfrage an den Oberbürgermeister gerichtet. Erhalten bleiben muss das Stauseebad Kossebaude im unteren Becken. Dabei sind auch die kurzfristig ja schon vorhanden, die Verträge, die schon vorhanden sind, kurzfristig zu erneuern, sodass das weiter gesichert bleibt. Erhalten werden muss auch das Turbinenhaus, gegebenenfalls eben als technisches Denkmal. Und hier sind durchaus auch neue Nutzungen vorstellbar, zum Beispiel für die Eventkultur. Das alles ist zu vergleichsweise geringen Kosten möglich. Eine weitere energetische Nutzung muss hingegen ergebnisoffen geprüft werden. Und wir begrüßen es, dass diese Prüfung jetzt seitens der Stadt beginnen soll. Und wir hoffen, dass es im Anschluss dann auch noch eine Stellungnahme der Verwaltung dazu geben wird. Vielen Dank. Wir setzen fort mit der CDU-Fraktion. Herr Böhm. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Neuigkeitswert war ja bislang begrenzt und ich sage mal in Richtung der Linken, mein lieber Herr Scholbach, ich finde es schon ziemlich schwach, sage ich mal, eine Aktuelle Stunde zu beantragen und dann ja nicht immer einen Antrag hinzulegen, der sozusagen das, was Sie so wohlfeind da formuliert hat, ja, der so wohlfeind, sage ich mal, hier vorgetragen wurde. Ich finde es auch spannend, dass der Annex zum Sachsenbad, ich meine, in dem Fall sind wir nicht der Eigentümer, und wenn man hier ernsthaft über das Thema reden würde wollen und sich auch als Stadtrat informieren lassen würde wollen, dann dürften nicht wir Stadträte hier reden, sondern ich sage mal die Verwaltung, der Eigentümer und die Sachsenenergie. Weil das sind die Akteure, die erstmal hier die Themen miteinander klären müssen. Und Stadträten liegen aktuell bestenfalls die Informationen aus der Presse vor und das kann es nun nicht sein. Das kann es nicht sein. Das stellt sich daher der Sinn der Aktuellen Stunde, weil über was reden wir hier eigentlich? Über die Presse, über Sachsenbad, über Eventkultur und. Ja, Scholbach. Also wir haben uns das auch überlegt, wie man damit umgehen kann. Der Oberbürgermeister hat ja leider unseren Eilantrag nicht zugelassen, also werden wir über das Thema in ein paar Wochen hier nochmal reden. Es ist dann halt so, aus unserer Sicht, eben hier auch unterschiedliches Wissen haben, weil man sieht ja, da gibt es Aufsichtsräte von der TWD, die da vielleicht über einen anderen Wissensstand verfügen als andere Stadtratskollegen, haben wir natürlich einen Eilantrag gemacht und haben uns mal überlegt, was ist denn notwendig, damit man sich des Themas überhaupt ernsthaft nähern kann. Und da glaube ich, da ist die erste Frage, dass der Stadtrat informiert werden muss, unter welchen Voraussetzungen der Weiterbetrieb des Stauseebades möglich ist und welche Kosten damit verbunden sind. Das wird auch der Punkt 1 in unserem Eilantrag sein. Und dann muss man sich mal mit dem übergebenen Nutzungs- und Übertragungskonzept zwischen Sachsenenergie und dem Pumpspeicherwerk auseinandersetzen. Da müssen Dinge offengelegt werden, allen Stadträten gegenüber. Sonst brauchen wir hier gar nicht weiter drüber reden. Und dann, sage ich mal, muss man den Stadtrat und natürlich auch die Ortschaftsräte Kossebaude und Oberwarter, die es natürlich ganz direkt betrifft, informieren, unter welchen Bedingungen ein wirtschaftlicher Betrieb des Pumpspeicherwerkes durch die Sachsenenergie oder andere städtische Töchter möglich wäre, weil alles andere sind sonst in den Rauch gesprochene Worte. Dabei müssen wir die Erwerbskosten betrachten. Ne? Bekommen wir Geld oder müssen wir Geld bezahlen? Die Kosten für Sanierung, Ertüchtigung, die Fördermittel müssen betrachtet werden. Die Betriebs- und Unterhaltskosten, man muss auch mal über die Erlöse schauen. Dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie ist es mit den Durchleitegebühren und, welche rechtlichen Rahmenbedingungen müssen sich ändern. Und ich glaube,
ein ganz wichtiges Thema ist, und das ist das, womit man sich wahrscheinlich zuerst beschäftigen muss, ist, dass die Verwaltung uns darlegen muss, welche Voraussetzungen und Bedingungen erforderlich sind, um die wasserrechtliche Genehmigung für das Pumpspeicherwerk zu erhalten. Weil wenn die nicht mehr da ist, wird es dann schwierig. So, und außerdem denke ich mal, wäre es auch sehr sinnvoll, wenn die Verwaltung uns weitere Handlungsoptionen, ich sage mal, das Thema als Industriedenkmal zu erhalten, was es da gibt, technisches Denkmal, etc. und auch die damit verbundenen Kosten uns zu skizzieren. Und das wäre ein Antrag gewesen, der eigentlich zu dieser aktuellen Stunde gehört hätte. Und da sage ich mal, das fehlt also etwas an Ernsthaftigkeit der Linken bei dem Umgang mit dem Thema. Danke. Wir setzen fort in der Fraktionsrunde. SPD-Fraktion, Herr Engel. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei dieser Aktuellen Stunde wundert man sich schon ein wenig. Herr Schollbach tut so, als wäre das ein absolut neues Thema, als hätte es irgendwie diese Eckpunktevereinbarung aus dem Jahr 2021, die uns auch als Stadtrat damals als Informationsvorlage vorgelegt wurde, wo auch skizziert wurde, wie der weitere Prozess zu Niederwarta ablaufen soll, nie gegeben. Ich wundere mich aber auch ein bisschen über die Grünen, dass man jetzt automatisch, weil Vattenfall etwas sagt, der Meinung ist, das ist dann auch so. Also ich habe an anderen Stellen eine größere Skepsis gegenüber den Energiekonzernen bei Ihnen wahrgenommen. Ich glaube, man muss sich das Thema halt einfach ein bisschen genauer anschauen. Und natürlich brauchen wir eine ernsthafte, auch energiewirtschaftliche Prüfung, auch zum Weiterbetrieb. Und natürlich ist es so, auf den ersten Blick ist es schwer vermittelbar. Überall wird nach neuen Speichern gerufen und da wird ein Speicher, den es gibt, der soll nicht weiter betrieben werden. Ja, Herr Deppe hat ein paar Rahmenbedingungen mit Gefälle und den Strecken genannt, im Vergleich zum Beispiel zu Goldestal in Südthüringen. Aber trotzdem sind das natürlich Sachen, die man sich nochmal sehr, sehr genau angucken muss, auch mit Blick auf Rahmenbedingungen, die sich gegebenenfalls zum Beispiel beim Thema Netzentgelte nochmal ändern könnten. Und ein zweiter Punkt ist unserer Fraktion auch sehr wichtig, da auch nicht nur im bestehenden Konzept zu schauen, sondern auch zu überlegen, was gibt es denn für kluge vielleicht Kombinationsmöglichkeiten, die man nochmal auch durchdenken sollte, eben zusammen auch mit den Energieunternehmen. Gab zum Beispiel auch den Vorschlag, der jetzt nicht von uns kam, sondern auch von Leuten, die an der TU Dresden unterwegs waren, eben zu sagen, kann man eben nicht zum Beispiel so eine Kombination eines Pumpspeicherwerks eben zum Beispiel mit PV-Anlagen, zum Beispiel auch Floating-PV-Anlagen und einem Elektrolyseur nutzen, um zum Beispiel grünen Wasserstoff herzustellen, um das ein bisschen auszugleichen. Müsste man genauer prüfen, kann ich jetzt nicht beurteilen, will ich an der Stelle auch nicht, weil wir hier, glaube ich, am Ende auch nicht der Stammtisch sind, der das entscheiden wird und auch nicht die allesamt die Ingenieure, sondern das müssen wir, glaube ich, auf einer sauberen Basis tun. Ein dritter Punkt, der unserer Fraktion sehr wichtig ist, wir müssen das Bad erhalten, also das Bad in Kossebaude darf nicht zur Disposition gestellt werden. Das Hangeln von Zwischenvereinbarung zu Zwischenvereinbarung ist einfach eine schwierige Angelegenheit, weil das natürlich jede Investition in Kossebaude immer ein Stück weit in Frage stellt. Weil es gab ja durchaus auch schon mal Überlegungen, im Schwimmbad in Kossebaude anstelle des Betriebs im See ein neues Schwimmbecken zu errichten. Das sind aber natürlich allesamt Sachen, die bei so Zwischenvereinbarungen, glaube ich, nur ganz schwer zu planen sind. Ich wäre ja sehr stark dafür, es weiter so zu belassen, wie es derzeit auch ist. Was manche auch unterschätzen, der Wert, den insbesondere das untere Becken für den Hochwasserschutz hat. Der komplette Ringdeich rings um Niederwarta ist ein elementarer Anteil auch des Hochwasserschutzes. Und da müssen wir, glaube ich, auch gucken, wie kann das alles weiter sichergestellt werden. Und ein Punkt, der mir auch ganz besonders wichtig ist, weil Herr Böhm hat das jetzt gerade schon erwähnt, müssen wir da drauf zahlen, bekommen wir was? Es muss eine wirtschaftlich faire Lösung geben. Und in dieser Eckpunktevereinbarung von 2020-21 stand explizit drin, dass man derzeit von einem negativen Wert dieses Objekts ausgeht. Sprich, Vattenfall muss uns Geld dafür bezahlen, dass wir dieses Objekt übernehmen, weil damit auch einige Lasten verbunden sind und natürlich auch einige Fragen, ob man da vielleicht nochmal in den Weiterbetrieb auch investiert. Es braucht eine wirtschaftlich faire Lösung. Der zentrale Punkt aber für unsere Fraktion ist, wir brauchen
eine ernsthafte Begleitung des weiteren Prozesses. Wir haben diese Eckpunktevereinbarung, wir haben da auch durchaus Festlegungen drin, wer sich mit wem wie zusammensetzen soll. Dort ist eben zum Beispiel auch enthalten, eben dieses Erarbeitungskonzept gemeinsam auch zu erarbeiten. Also nicht nur Vattenfall macht sowas, sondern auch die Stadtverwaltung hat da einen aktiven Part. Und es würde mich da schon sehr, sehr freuen, mal zu wissen von der Verwaltung, wie ist denn da der aktuelle Stand? Wer ist denn da der relevante Ansprechpartner in der Stadtverwaltung? Wie plant man denn diesen weiteren Prozess? Weil wir da derzeit schon einige sehr, sehr große Fragezeichen haben. Wir sollten als Stadtrat diese Entscheidung gewissenhaft treffen, weil wenn wir sie einmal getroffen haben und gesagt haben, das wollen wir oder das wollen wir nicht, dann wird es wahrscheinlich irreversibel sein, weil eben dann auch die Genehmigung nur noch schwer erlangen zu sein. Wir sollten uns es dementsprechend nicht zu einfach machen und gewissenhaft über die ganze Sache hier weiter debattieren. Und ich würde mich freuen, wenn die Verwaltung etwas Licht hier in diese Dunkelheit bringt. Danke. Als nächste Fraktion ist die FDP-Fraktion an der Reihe. Herr Fischer. Meine Damen und Herren, es ist ja eigentlich alles Kluge von hier drüben schon gesagt. Was soll ich da noch zusetzen hier? Einen schönen Anreiz gab mir Herr Schollbach mit der Bäderschließung. Ich muss dem Oberbürgermeister nämlich gestehen, dass ich in dem Bad Kossebaude noch nie gebadet habe. Aber ich begründe auch warum, weil wir in Klotsche ein viel schöneres Bad hatten, das königliche Friedrich-August-Bad. Du kennst es, Gordiwerk. Leute, das ist damals vom Bäderbetrieb auf eine ganz infame Weise niedergemacht worden. Genauso wie das Sachsenbad. Klotsche hat man dort fertig gemacht und viele aus der Neustadt wollten dort mit baden und hatten schon ihre Konzepte abgegeben. Selbst die Deutsche Bahn wollte uns dann, ach hören Sie auf, ich muss zum Pumpspeicherwerk sprechen. Was soll ich jetzt noch sagen? Dieses Thema Pumpspeicherwerk gehörte zu den Lieblingsthemen eines Physiklehrers der DDR-Zeiten. Das bin ja nur ich. Welch geniale Idee hatten unsere Vorfahren in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts? Wasser zur ständigen Wiederverwendung in die Höhe zu bringen, das war stadtnah nur linkselbisch möglich. Aber nicht mit archimedischer Schraube oder einem pferdebetriebenen Köppelwerk der Bergleute erfolgte der Rücktransport. Diese Methode sollte Frau Jänichen mal durchaus in Betracht ziehen. Richtig grüne Gedanken sind das, Frau Jänichen. Aber nein, mit sogenanntem billigen Nachtstrom wurde das Wasser in das obere Becken gepumpt. Wieso billig? Die Kohlekraftwerke des Landes rauchten ununterbrochen aus ihren Schloten. Und wenn des Nachts weniger Strom in den Fabriken benötigt wurde, dann pumpten die Turbinen eben rückwärts. Wo bekommen wir denn heute billigen Strom? Ja, die Alpen werden sich auch Atomstrom holen aus irgendwelchen, naja. Windräder auf dem Hügel sind ja nicht schlecht und entsprechen eigentlich den Intentionen unserer grünen Experten. Aber wenn kein Wind bläst, wer bringt das Wasser hoch? Photovoltaik wird nie reichen, um diese Mengen, die dort hoch müssten, zu pumpen. Die Einstellung des Pumpspeicherwerks ist eine ganz logische Reaktion der Firma Vattenfall. Es wurde vorhin schon gesagt, die sind verantwortlich. Da gibt es keinen effektiven Betrieb mehr für das altehrwürdige Gebäude und die ganze Anlage. Experten sind schon seit langem auf der Suche nach einer Lösung. Davon sind wir überzeugt. Aber was macht die Politik? Was machen wir? Am Ende des langen Hin und Her erfolgt der politische Aufschrei. Aber immer dann, wenn die Messen schon gelesen sind. Der politische Trick ist nun das Schwimmbad im unteren Becken. Klar möchten wir das Schwimmbad erhalten, aber nicht mit übermäßig hohen Kosten. In den Zeiten der wirtschaftlichen Sorgen und des Ukraine-Krieges ist dieses Geschrei sehr ungünstig angebracht. Die Rolle des Bäderbetriebes kann ich nicht einschätzen. Mit der bewussten Schließung des Klotscherbades, ich sagte es vorhin schon, ging mein Vertrauen verloren. Viele Fakten, die ich ja gar nicht angeführt habe, sei es die Geruchsbelästigung, der konstante Wasserspiegel und vieles mehr, die sprechen für einen Handlungsdruck der beteiligten drei, Stadtverwaltung, Vattenfall und wir warten der dritte, Sachsenenergie. Ja. Da sind wir uns doch einig, aber mit fachlicher Besserwisserei sollten wir uns als Stadtrat zurückhalten. Leider ist dies aber die Lieblingsdisziplin vieler Stadträte aus dem klugen Lager von Rot-Grün-Rot. Dankeschön. Als nächstes kommen wir zu den Freien Wählern, Freie Bürgerfraktion. Herr Lippmann.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, um die Wassertemperaturen in Niederwarda geht es heute nicht. Es geht heute um alles. Es geht heute um ein größeres Thema, Pumpspeicherwerk insgesamt. Dieses altehrwürdige Haus und diese altehrwürdige Anlage erfüllen 90 Jahre in Dienst, sollten jetzt mehr oder weniger klammheimlich in Ruhestand geschickt werden. Ein öffentlicher Aufschrei, eine Aktuelle Stunde im Stadtrat, haben das zunächst verhindert. Dabei ist der Hintergrund natürlich interessant. Auf der einen Seite wird von der aktuellen Politik aufgrund Energiewende, Stichpunkt, natürlich auch nach Stromspeichern gefragt. Auf der anderen Seite ist genau diese Seite der Politik auffällig ruhig, beziehungsweise benutzt Argumente, die mir etwas eigenartig unausgewogen erscheinen. Also es werden konkret die Kennzahlen hergenommen in der Diskussion, die gegen das Pumpspeicherwerk Niederwarda sprechen, und alle anderen Argumente werden unter den Tisch fallen gelassen. Herr Dr. Deppe, das Gefälle ist, wie es ist, es ist richtig, aber hätten Sie zum Beispiel noch anführen können, das Speichervolumen, das ist einmalig in Kossebaut, in Oberwarda mit 591 Megawattstunden, ist es eines der größten und damit ergiebigsten Pumpspeicherwerke. Also dieser Widerspruch hat dazu geführt, dass jetzt sich Bürgerinnen und Bürger als Laien um dieses Thema bemühen. Wir sind aber bemüht, mehr Sachlichkeit reinzubringen und noch nicht, wie Herr Löser zum Beispiel, über die Nachnutzung als kulturelle oder kreative Einrichtung nachzudenken. Wir halten nach wie vor die Wirtschaftlichkeit für gegeben, sofern die Rahmenbedingungen, und zwar die politischen Rahmenbedingungen, entsprechend geschaffen werden. Leider ist die meiste Diskussion bisher ohne Zahlen ausgekommen und tut mir leid, ich würde gerne ein paar Zahlen Ihnen nennen, auch wenn das sehr unbeliebt ist in so einer Diskussion. Den Wirkungsgrad hätte ich schon genannt mit 68% oder vielleicht auch nicht, aber das ist der Wirkungsgrad des Pumpspeicherwerkes. Zum Vergleich, moderne Dieselmotoren haben einen Wirkungsgrad von 43% und bei Automotoren liegt er bei 35%. Andere Zahlenpaare, die Leistung dieses Kraftwerks ist, glaube ich, schon genannt worden. 120 Megawatt war mal konzipiert und ist auch über lange Zeit gefahren worden. Der Gesamtstrombedarf in dieser Stadt heute aktuell liegt bei 400 Megawatt. Also wir sind da in einer Größenordnung, die durchaus interessant ist. Die elektrische Leistung des Pumpspeicherwerkes Nossnerbrücke liegt bei 260 Megawatt. Wohlgemerkt die elektrische. Die Kapazitäten hatte ich schon, 591 Megawattstunden Arbeitsvermögen. Das ist rein rechnerisch. Ich betone rein rechnerisch, weil es theoretisch nur ist und nicht praktisch. Könnte das Pumpspeicherwerk mit seiner Kapazität 1,5 Stunden Dresden mit Strom versorgen. Ist wie gesagt eine rein theoretische Annahme oder Erhebung. Ja, gucken wir noch auf die anderen Möglichkeiten der Stromspeicherung über die herkömmlichen oder beziehungsweise jetzt häufig verwendeten Lithiumspeicher. Wenn wir diese Kapazität, die Oberwarda bietet, in Lithiumbatterien umrechnet, man kann sich ja den Spaß mal machen, bräuchte man etwa 90.000 Lithiumbatterien von 6,5 Kilowattstunden. Das wäre also, wenn man das dann in Euro umrechnet, etwa nach dem heutigen Preis, 5.000 Euro für so eine Lithiumbatterie, wären das 455 Millionen. Nur um die Kapazität von Oberwarda in Lithiumbatterien darzustellen. So, und wir können aber auch, weil das unwirtschaftlich ist, die kleinen Batterien zu Hause, auch mal das Innovationskraftwerk Reik nehmen. Dort sind 2 Megawatt Leistung konzipiert und werden auch gefahren. Das bedeutet, wir bräuchten 60 Mal Reik, um die Leistung abzubilden. Das Arbeitsvermögen von Reik vom Innovationskraftwerk beträgt 2,7 Megawattstunden. Das würde bedeuten, um die Kapazität jetzt wieder zu Oberwarda herzustellen, wir bräuchten 218 Mal Reik. Das nur so als Dimension. Reik hat 2,7 Millionen gekostet. Die 218 mal 2,7 Millionen können Sie mal selbst ausrechnen. Ja, Herr Engel, Licht ins Dunkel zu bringen, das ist relativ einfach. Es gibt eine Konzeptstudie von Dr. Van Nesse-Lapp. Die ist nicht ganz neu, aber immer noch aktuell. Modernisierung des Pumpspeicherwerkes Niederwarda. Diese Studie müsste einfach zur Versachlichung der Diskussion offengelegt werden. Und das ist unsere Forderung. Noch ein Wort zur Standortfrage.
Wir haben dort eine Bürgerinitiative und wir haben Anwohner, die akut dafür eintreten, dass Niederwarder bleibt, im Gegensatz zu anderen Standorten, wo man 20 Jahre Genehmigungsverfahren und Gerichtsverfahren braucht. Dort hätten wir die Anlage schon. Meine Zeit ist um. Wir haben 4 Forderungen aufgemacht. Erste Forderung, Konzeptstudie muss auf den Tisch. Zweitens, die Übernahmeverhandlungen müssen forciert werden. Politischer Druck als drittes auf die Entscheider in Bund und Bundesnetzagentur muss gemacht werden, damit sich die Rahmenbedingungen ändern. Und viertens, die aktuellen Umweltprobleme in Oberwartha müssen gelöst werden oder werden gelöst durch den Weiterbetrieb. Und das Bad muss selbstredend unter allen Umständen erhalten bleiben. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Dissidenten, Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Vorab, das Pumpspeicherwerk Niederwarda ist als eines der ersten Pumpspeicherwerke in Deutschland ein erhaltenswertes Denkmal industrieller Baukultur. Und natürlich muss dort auch die Badegelegenheit für die Kossebauderinnen und Kossebauder erhalten bleiben. Aber um was geht es in dieser Debatte eigentlich? Um die Badegelegenheit der Kossebauder? Um technische Nostalgie oder gar die Energiewende, wie jetzt behauptet wird? Was soll die Stadt nach dem Willen der Antragsteller dieser Debatte eigentlich unternehmen? Der MDR berichtete am 17. August, die Stadt Dresden habe die Sachsenenergie beauftragt, über eine Übernahme zu verhandeln. Damit mit der Stadt Dresden kann nur der Oberbürgermeister gemeint sein, denn der Stadtrat hat nach meiner Kenntnis keinen Verhandlungsauftrag beschlossen. Wenn das stimmt, was soll dann eigentlich diese aktuelle Debatte? Oder wo ist eigentlich der Antrag der Linksfraktion zur Übernahme des Werks? Wir haben jetzt gehört, es gibt jetzt ganz kurzfristig einen Antrag der Linken. Er ist leider nicht im System und ist hier auch nicht ausgeteilt worden. Ich kann das nicht als eine seriöse Verhaltensweise beurteilen. Ich frage stattdessen, was will uns der OB hier eigentlich wieder einbrocken? Einen neuen Fernsehturm? Die Sanierung soll 80 bis 100 Millionen Euro kosten, ein Neubau 200 Millionen, habe ich gefunden. Herr Dr. Deberg sagt 245 Millionen, glaube ich gerne, dass es noch teurer wird. Diese Zahlen sind der Presse zu entnehmen. Wie soll die Sachsenenergie eigentlich dieses Geld wieder verdienen, das sie dort investieren soll? Und wie lange soll das eigentlich dauern, die sogenannte Amortisationszeit? Ich nehme mal an, also wenn das 20 Jahre sind, ist es sehr, sehr kurz. Ich nehme an, die Amortisationszeit ist wesentlich länger. Nein, meine Damen und Herren, diese Debatte ist, ich nenne es mal so, Populismusgetriebene Technik-Ostalgie, bar jeder wirtschaftlichen Vernunft. Neuerdings hört man das Argument, das Pumpspeicherwerk sei als Speicher für die Energiewende erforderlich. Da scheint auf den ersten Blick sogar etwas dran zu sein, wenn man lesen muss, ich sage es so, aber es ist ja nicht unser Geld, dass die NBW, also Baden-Württemberg, 280 Millionen Euro in das Pumpspeicherwerk Forbach in Nordschwarzwald investiert, auch eine uralte Anlage im Murgtal, übrigens auch historisch sehr interessant, liegt auch sehr schön und so weiter. Aber um welche Speicher geht es eigentlich, wenn wir um die Energiewende sprechen? Das Pumpspeicherwerk ist ein Stromspeicher. Die absehbar explodierende Zahl der Elektroautos dürfte den Bedarf decken, auch wenn in der Presse etwas anderes zu lesen war. Weiterhin, Herr Dr. Debbe hat zu Recht darauf hingewiesen, werden derzeit Großbatterien aller Art entwickelt. Und, auch wenn es die rechte Seite immer noch nicht wahrnehmen will, die Frage der Deckung des Strombedarfs ist technisch gelöst. Der Zubau von Wind- und Photovoltaik wird allein politisch blockiert. Es ist kein technisches Problem. Gerade hier in Sachsen wird es blockiert und leider auch unter Mittäterschaft der Grünen. Aber auch wenn man die doppelten Netzentgelte, die natürlich fragwürdig sind, berücksichtigt, bleibt es einfach wahr. Das Geschäftsmodell der Pumpspeicherkraftwerke stammt aus der untergehenden fossilen Welt. Nachts, wenn der Strom billig war, Wasser hochzupumpen und mittags, wenn der Strom teuer war, durch die Turbine laufen zu lassen. Dieses Geschäftsmodell hat sich mit der zunehmend höheren Einspeisung von PV-Strom mittags einfach erledigt. Stichwort Energiewende und Speicher. Meine Damen und Herren, wenn wir über Speicher reden, ein wichtiges Problem, aber dann geht es um die Wärmewende, es geht um die Wärmefrage und es geht nicht um die Stromfrage. Das wirkliche Problem lautet, wie kann Erdgas als Brennstoff ersetzt werden? Denn Erdgas müssen wir von Diktatoren wie Putin oder den arabischen Scheichs oder aber aus LNG, aus umweltschädlichem Fracking aus den USA beziehen. Alles teuer, unsicher und klimaschädlich.
Leider mussten wir erst kürzlich in der Zeitung lesen, was Sachsen-Energie-Chef Dr. Brinkmann vom Auftrag des Stadtrats hält, sein Unternehmen bis 2035 vollständig CO2-frei zu machen, nämlich gar nichts. Und darüber wird noch zu reden sein. Die Debatte, meine Damen und Herren, um das Pumpspeicherwerk Niederwarta ist eine Scheindebatte, die gerne geführt wird, um sich nicht mit den wirklichen Herausforderungen der Energiewende zu befassen. Die Kernfragen sind, wie schnell bekommen wir unter Einsatz erneuerbar umgewandelten Stroms erzeugten grünen Wasserstoff? Wann wird Power-to-Gas wettbewerbsfähig? Wie soll das Verhältnis zwischen zentraler Fernwärme und dezentralen Wärmepumpen ausfallen? Diese Kernfragen klammern die Antragsteller dieser Debatte aus. Meine Damen und Herren, als Aufsichtsrat der Drewag ist mir bekannt, dass das Unternehmen bereits mehrfach den Kauf des Pumpspeicherkraftwerks geprüft und verworfen hat. Und zwar eben aus den Gründen, die Vattenfall zur Stilllegung veranlassten. Weil die Investition eben nicht wirtschaftlich ist. Und das, meine Damen und Herren, ist auch dem Kollegen Scholbach, der damals neben mir gesessen ist, durchaus sehr bekannt. Ich kann das nicht im Einzelnen vortragen. Es gibt ja noch einige Kollegen, die könnten es auch, weil diese Zahlen unter das Geschäftsgeheimnis und unter das Geheimnis des Aufsichtsrats fallen. Also, liebe Sachsen-Energie, meine Vorredner haben es schon gesagt, da stimme ich auch Herrn Lippmann zu. Liebe Sachsen-Energie, sehr geehrter Herr Dr. Brinkmann, legen Sie offen, aus genau welchen wirtschaftlichen Berechnungen Sie den Kauf und die Rekonstruktion des Kraftwerks ablehnen. Bitte tun Sie das. Dann können wir diese Scheindebatte schnell begraben. Und dann kann sich jede Bürgerin und jeder Bürger selbst eine tragfähige Meinung bilden. Das ist jetzt alles Kaffeesatzleserei, was wir hier betreiben. Und ich bin der Überzeugung, die Scheindebatte um das Pumpspeicherwerk ist dann ganz schnell zu Ende. Befassen Sie sich bitte mit den eigentlichen Fragen der Energie- und Wärmewende und halten Sie sich an den Stadtratsbeschluss zur Dekarbonisierung bis 2035. Das sage ich nochmal dem Herrn Oberbürgermeister und das sage ich Herrn Dr. Brinkmann. Vielen Dank. So, und damit kommen wir zum Abschluss der Fraktionsrunde für die AfD, Herr Rentsch. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, geehrte Stadträte, liebe Bürger. Das Pumpspeicherwerk Niederwarta war eines der ersten im Großmaßstab verwirklichten Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland und Europa. Es wurde von 1927 bis 1930 erbaut, gilt als bedeutender Vertreter der Industriearchitektur der 20er Jahre und steht unter Denkmalschutz. So viel zur historischen Einordnung und Bedeutung des Bauwerkes. Deshalb bekennt sich die Landeshauptstadt Dresden und der Stadtrat erstens zum Erhalt dieses historischen Bauwerks der Industriearchitektur. Es ist zu erhalten, und dies zu pflegen, liegt im Interesse aller. Zweitens dient das Unterbecken als Stauseebad. Und das auch bereits seit 87 Jahren. Mit seinen 45.000 Quadratmetern großen Schwimmbereich ist das Bad bei den Dresdnern sehr beliebt. Dieses gilt es auch für die Zukunft zu erhalten, damit die Bürger, vor allem im Dresdner Westen, im Sommer schwimmen gehen können. Ein Verlust dieser Wasserfläche würde die Lebensqualität vieler Bürger reduzieren. Nun ist die Freibadsaison in Kossebaude vorbei und die Badegäste fragen sich, ob sie wohl möglich das letzte Mal im Stausee schwimmen waren. Diese beiden von mir genannten Punkte sind auch so in der Eckpunktevereinbarung zur Zukunft des Standortes des Pumpspeicherwerks inklusive der Nutzung des Stauseebads zwischen der Landeshauptstadt Dresden und der Vattenfall Wasserkraft GmbH als Ziele festgehalten worden. Der dritte Aspekt des Pumpspeicherwerks Niederwarta betreffend ist ein energiewirtschaftlicher. Lohnt es sich, die Anlage zu modernisieren? Vattenfall hält dies für wirtschaftlich nicht darstellbar und rechnet mit Modernisierungskosten im dreistelligen Millionenbereich. Der Dresdner Physikprofessor Sigismund Kobe hält es hingegen für einen Schildbürgerstreich, den vorhandenen Speicher nicht für die Netzstabilität zu nutzen. Die vermeintliche Energiewende wird also auch weiterhin mit teurem Gas, beispielsweise mittels Flüssiggastanker aus Übersee, befeuert werden müssen, wenn mal wieder Dunkelflaute herrscht. Die verfehlte grüne Energie- und Wirtschaftspolitik kommt also auch hier im Kleinen wieder zum Tragen. Ein technischer Speicher wäre vorhanden und betriebsbereit. Im Vergleich der 31 deutschen Pumpspeicherwerke liegt Niederwarta vom Leistungspotenzial her übrigens im unteren Mittelfeld. Zitat: Der durchschnittliche Gesamtwirkungsgrad aller Anlagen unterschiedlichen Alters liegt bei 69,3% und wird durch geplante Modernisierungs- und Ausbaumaßnahmen in den nächsten Jahren deutlich steigen. Wobei modernisierte Anlagen oder Neubauten Gesamtwirkungsgrade von 80% und mehr erreichen können.
Damit liegt diese Speicherungs- und Veredelungsform der elektrischen Energie derzeit noch weit vor anderen Technologien, wie zum Beispiel Batterien. Heißt es im Schlussbericht, Potenzialermittlung für den Ausbau der Wasserkraftnutzung in Deutschland als Grundlage für die Entwicklung einer geeigneten Ausbaustrategie. Ob und wie sich das Bauwerk zukünftig nutzen lässt, wird weder heute noch von uns entschieden. Derzeit sind an dem Prozess mehrere Akteure mit verschiedenen Interessen beteiligt, die über die Verhandlungen stillschweigend vereinbart haben. Eine klare Perspektive über die Zukunft der Gesamtanlage gibt es für die Öffentlichkeit jedenfalls noch nicht. In der Leserumfrage der Dresdner Neuesten Nachrichten gaben übrigens 89,5% an, dass diese technische Einrichtung weiter betrieben werden soll. Ich fürchte, auch nach dieser Aktuellen Stunde werden wir nicht mehr wissen, als dass nahezu alle Anwesenden die Nutzung des Unterbeckens als Freibad auch zukünftig befürworten, sowie dass dem Bauwerk als Denkmal eine besondere Rolle zukommt. Aus unserer Sicht darf das Pumpspeicherwerk Niederwarda bald auch gerne wieder seinen ursprünglichen Zweck der Energiespeicherung und Netzstabilität dienen. Unsere Fraktion jedenfalls wird sich dafür mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln einsetzen. Abschließend bitte ich die Verwaltung, noch zu folgenden Fragen Stellung zu nehmen. Erstens, wie ist der Stand der Verhandlungen bezüglich einer möglichen Übertragung dieser Anlage? Und zweitens, wie kann der Bäderbetrieb im Stauseebad Kossebraude zukünftig gesichert werden und gibt es bereits Planungen für 2024? Ich möchte meinen Vorrednern, bis auf Herrn Deppe von den Grünen und Herrn Nichti von den Dissidenten, danken und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, und zum Abschluss der Aktuellen Stunde wird Frau Zweite Bürgermeisterin Jenichen noch für die Verwaltung die derzeitige Perspektive ausführen. In Ihrem Geschäftsbereich ist dann in der Fortfolge die Federführung aufgehoben innerhalb der Stadtverwaltung. Und deswegen darf ich Sie bitten, die Ausführung zu übernehmen. Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die aktuelle Debatte. Ich habe jetzt die Aufgabe übernommen, Ihnen darzustellen, wie steuert die Verwaltung das Wahrnehmen der städtischen Interessen? Wo sind wir im Verfahren und was passiert derzeit, beziehungsweise wann wird eigentlich was zu entscheiden sein? Und wie gehen wir mit der Frage, mögliche energiewirtschaftliche Nutzung unter völlig anderen energiewirtschaftlichen Prämissen um? Klar ist ja, das haben die Vorrednerinnen und Vorredner auch gesagt, klappt es gerade wieder nicht. Ah, jetzt habe ich den richtigen Pfeil erwischt. Klar ist ja, Vattenfall als Eigentümer des Pumpspeicherkraftwerks ist hier am Handeln und präferiert die Stilllegung. Wegen der Auswirkungen für die Region, das Geburtstagskind, herzlichen Glückwunsch, Herr Engel hat es schon gesagt, hat ja die Stadtverwaltung frühzeitig vereinbart, sich da einzumischen, sich vorab mit Vattenfall abzustimmen. Das ist diese Eckpunktevereinbarung. Und auf deren Grundlage werden bis jetzt weiterhin Gespräche geprüft. Die Stadtverwaltung hat, das ist auch schon gesagt worden, die Sachsenenergie beauftragt, in einer Projektgruppe mit der Stesat und einem Rechtsberater die weiteren Verhandlungen für die Stadt zu führen und parallel in diesem Rahmen Nachnutzungsüberlegungen für eine mögliche Nachnutzung, falls es die Stilllegung geben sollte, zu erarbeiten, die natürlich weiterentwickelt werden müssen. Wenn es von der vorläufigen Stilllegung jetzt zu einer endgültigen Stilllegung kommen sollte, muss wegen der Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, das haben ja einige auch schon beschrieben, ein großes Planfeststellungsverfahren stattfinden. Dafür ist die Landesdirektion zuständig. Voraussichtlich wäre dann Vattenfall die Antragstellerin des Planfeststellungsverfahrens und damit auch die Vorhabenträgerin. Und dann gibt es Projektschritte, Planfeststellungsschritte, die viele Jahre dauern würden, wenn dieses Verfahren, so ja jetzt die Entscheidung von Vattenfall beantragt würde. Und tatsächlich wäre eine Übertragung zur Nachnutzung nach einer Stilllegung erst zum Abschluss des Planfeststellungsverfahrens möglich. Dann wären auch die finanziellen Rahmenbedingungen geklärt, also was muss man eigentlich investieren, um die Anlage zu übernehmen, mit ihrem hohen Denkmalwert zu betreiben, alles gefahrlos zu machen und das Bad weiterzuführen.
Wir gehen davon aus, dass das nicht vor Ende dieses Jahrzehntes erfolgen wird. In diesem, hier steht Genehmigungsverfahren, also Planfeststellungsverfahren, würde die Stadtverwaltung eine Doppelrolle innehaben. Zum einen würde die Sachsenenergie als mögliche künftige Übernehmerin der stillgelegten Anlage, wenn es zur Stilllegung kommt, agieren. Und zum anderen bringen natürlich die verschiedenen Fachämter ihre jeweiligen Belange ein, von den Interessen des Hochwasserschutzes bis hin zur Erhaltung des Bades. Wir haben das hier nochmal skizziert, dass man sich das vorstellen kann. Sie kriegen das geschickt, deshalb zeige ich es jetzt nur sehr kurz. Der Themenbereich ist mir jetzt zugeordnet mit dem Rechtsamt, weil das Rechtsamt hier stadtverwaltungsintern eine Koordinationsrolle wahrnimmt. Das Rechtsamt koordiniert alle fachlichen Belange der Stadtverwaltung und führt im Zuge einer ämterübergreifenden Arbeitsgruppe und einer Projektgruppe mit der Sachsenenergie alle notwendigen Entscheidungen und Beratungen stetig herbei, berichtet mir darüber ständig, ich berichte dem Oberbürgermeister. Und ich will an der Stelle auch noch mal anbieten, vielleicht kann das im Ältestenrat besprochen werden, in welcher Weise. Wir können natürlich ganz regelmäßig transparent machen, was sich da tut seitens der Stadtverwaltung und der Sachsenenergie. Die Ansprechpersonen der Fachämter wurden wiederum mit der Projektgruppe der Sachsenenergie vernetzt. Es gibt regelmäßig Arbeitsberatungen und Treffen. Und natürlich bringen wir uns aktiv in den Belangen, die geklärt werden müssen, ein. Das betrifft insbesondere den jetzt noch verrohrten Lotzebach und die Hochwasserschutzbelange. Das betrifft die denkmalschutzrechtlichen Belange mit Bezug auf die Bauwerke und vieles andere mehr. Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist die Aufrechterhaltung des Badbetriebes, nicht nur kurzfristig jetzt über die Pachtverträge, sondern eben auch langfristig. Wir sind uns da alle einig. Hier liegt die Federführung bei meinem Kollegen Jan Donhauser als Sportbürgermeister. Und wir gehen davon aus, dass für die Übergangszeit der Betrieb natürlich sichergestellt werden kann. Wenn es ämterübergreifende Themen mit Konfliktpotenzial gibt, werden die stadtintern natürlich dann über die Arbeitsgruppe auch zurückgesteuert. Sie sehen also, zur Stilllegung wird es erst kommen, wenn dieses lange, lange Planfeststellungsverfahren erstmalig in Sachsen abgeschlossen wäre. Aber jetzt noch mal ein Blick auf die Energiewirtschaft. Es ist ja schon von mehreren Rednerinnen und Rednern dargestellt worden, dass wir jetzt völlig veränderte Rahmenbedingungen haben, energiewirtschaftlich. Solarstrom wird am Tag erzeugt, dass wir aber eben auch Speicherkapazität durchaus brauchen. Durch die Länge dieses Verfahrens und dieser Abläufe haben wir natürlich die Chance als Stadtverwaltung, und das ist mir wichtig, zu prüfen in Absprache mit den Beteiligten unter Einbeziehung neuer Erkenntnisse, haben wir eine Chance, diese vorhandene Anlage, die modernen Prämissen jetzt nicht mehr von vornherein betrifft, die aber da ist, auf irgendeine Weise durch die Sachsenenergie, durch einen anderen Betreiber zu nutzen und zu übernehmen. Und bei allem, was sich ändern muss in den nächsten Jahren, im Moment gibt es dafür kein Konzept, sollte man das nicht ausschließen, sondern wir möchten das gerne weiter ergebnisoffen prüfen. Ohne jetzt versprechen zu können, dass es eine geeignete wirtschaftliche Nutzung dazu geben kann. Und natürlich setzen wir uns als Stadtverwaltung beim Städtetag auch weiterhin dafür ein, dass die Betriebsbedingungen für Pumpspeicherkraftwerke verbessert werden. Stichwort Netzentgelte hat auch schon eine Rolle gespielt. Also, wir gehen hier zweischienig. Wir bringen uns koordiniert in die Stilllegungsüberlegungen von Vattenfall ein, mit der Sachsenenergie und den Fachämtern zusammen. Dazu können wir Ihnen jederzeit berichten. Und parallel wird natürlich geprüft, muss geprüft werden, gibt es doch noch eine Chance, dieses Werk in die Energiewende einzubeziehen. Natürlich betreiben wir, ehrlich, die Sie haben es angesprochen, auch andere Schwerpunkte, kommunale Wärmeplanung, aber auch das werden wir nicht aus dem Blick verlassen. Und gerne halten wir Sie da weiter auf dem Laufenden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, damit kommen wir zum Abschluss der Aktuellen Stunde und steigen in den nächsten Tagesordnungspunkt ein.